Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um eine Vintage-Jacke. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie schon im Intro gesagt, es geht um eine Jacke, die eigentlich eine Vintage-Jacke ist, aber auch wiederum nicht. Ich zeige euch in diesem Video genau, wie ich eine nagelneue Jacke in eine solche Jacke verwandle. Und zwar in eine Vintage-Optik, beziehungsweise, ja, sie ist eigentlich nagelneu, aber jetzt halt nicht mehr. Ich habe sie wirklich komplett bearbeitet und ich zeige euch genau, was ich gemacht habe, Step by Step. War eine Menge Arbeit, kann ich euch schon mal vorweg sagen. Und deswegen gehen wir jetzt die Themen einfach mal komplett durch. So Leute, die Jacke hat natürlich verschiedene Steps hintereinander. Wenn ihr die Jacke im Prinzip komplett nach diesen Steps bearbeitet, solltet ihr innerhalb 1 bis 2 Tage so eine Jacke rausbekommen. Also eigentlich der Arbeitsprozess ist so circa, ich würde jetzt nur so sagen, grob geschätzt 2,5 Stunden. Aber dadurch, dass die Jacke nass ist und immer wieder trocknen muss, kann man so mit 1,5 bis 2 Tagen rechnen. Als allererstes, was ich gemacht habe, zeige ich euch jetzt erstmal, ich habe die Jacke auf jeden Fall erstmal gebleached. So, fürs Bleachen habe ich mir einen Entfärber geholt, den kriege ich hier im normalen Supermarkt. Ich habe den, ich glaube, jetzt bei Rewe gekauft, den gibt es aber auch bei DM. Bei verschiedensten Anbietern gibt es auf jeden Fall so ein Entfärbemittel und ich habe nur die Hälfte der Packung genommen. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr diesen Entfärber nimmt, dass ihr auf jeden Fall ein Gefäß nimmt, wo die Jacke einfach komplett eintauchen könnt. Also bei mir war es, ich habe zu Hause die Badewanne benutzt. Ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss auch noch genau, wie ich das Ganze gemacht habe. Aber ich habe zu Hause die Badewanne benutzt und das Ganze sogar zweimal machen müssen, weil ich nach dem ersten Mal entfärben, weil ich sehr vorsichtig damit war und auch nirgendwo im Internet eine Anleitung dafür gefunden habe, das Ganze wirklich mit Bedacht und mit Vorsicht gemacht habe. Wie lange ihr den da drin lassen solltet, blende ich euch jetzt hier ein. Also ich würde empfehlen, maximal 1/2 Stunde in diesem Entfärber und dabei die ganze Sache immer drehen, sodass im Prinzip die Jacke immer gleichmäßig unter Wasser ist, damit keine Flecken auf der Jacke entstehen. Wassertemperatur war bei mir so circa 70 bis 80 Grad. Ich habe sehr, sehr heißes Wasser in den Wasserleitungen zu Hause. Und das war auf jeden Fall bei mir der Vorteil, dass ich nichts aufkochen musste oder 100 Grad heißes Wasser wäre mir auch zu heiß, weil man muss natürlich immer wieder reingreifen und dementsprechend 70 bis 80 Grad war das bei mir zu Hause. Wie gesagt, lasst die Jacke nicht allzu lange drin, circa 1/2 Stunde, danach auf jeden Fall gründlich auswaschen und danach nochmal normal in die Waschmaschine. Ich habe die Jacke danach auf Feinwaschmittel, also auf Handwäsche, nochmal reingeschmissen bei 30 Grad. Ist natürlich davon abhängig, was bei euch auf der Jacke draufsteht. Wenn die Jacke auf jeden Fall auch wärmer als 30 Grad gewaschen werden darf, dann könnt ihr das auch. Bei mir steht hier innen drin im Tag, also maximal 30 Grad. Und das habe ich da in dem Fall auch beachtet. Egal, ob ich die jetzt entfärbt habe oder halt nicht. Wenn ihr sowas in die Waschmaschine schmeißt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, die Waschanleitung, die in dem Artikel drin ist, dass ihr da auf jeden Fall alles richtig macht und die Jacke nicht einfach noch zusätzlich zerstört. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Nicht wundern, ich bin jetzt zu Hause bei mir und stehe hier gerade im Badezimmer. Und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, ist auch was sehr, sehr Cooles gekommen. Wir haben heute Sonntag und das Ganze benötigt mehrere Steps. Deswegen muss ich hier zu Hause leider anfangen. Den Rest werden wir später im Studio auf jeden Fall, also für euch gleich, für mich später im Studio dann auf jeden Fall weitermachen. Und ich sage euch jetzt erstmal, worum es geht. Es geht um diese Jacke hier. Und zwar ist das die Carhartt Detroit Jacket, die ich bestellt habe. Die Jacke ist nagelneu. Wie ihr seht, Etikett ist noch dran und sie ist noch komplett, ja, in diesem ganz normalen Look. Aber ich hätte die Jacke lieben gerne in einem Vintage-Look. Also, dass sie einfach abgerockt ist, dass sie aussieht, als wäre sie ein paar Jahre alt. Ist eine sehr, sehr coole Jacke. Sie steht auch und fällt wirklich extrem nice. Das zeige ich euch später aber noch im Video, aber ja, ich bin einfach nicht zufrieden mit dem Look und dementsprechend will ich was dran tun. Was ich dafür besorgt habe, sind 2 verschiedene Sachen. Und zwar habe ich besorgt ein Entfärbemittel. Das werden wir jetzt als erstes probieren und zur Not dann noch so ein Chlormittel, wo man auch so, ich sag mal, ein bisschen Farbe rausholen kann. Ganz, ganz wichtig, in dem Fall Handschuhe. Die habe ich mir einfach im Baumarkt besorgt. Ja, die habe ich auf jeden Fall am Start. Wenn ihr mit solchen Produkten arbeitet, solltet ihr auf jeden Fall auch solche Handschuhe am Start haben.
Ich habe in den letzten Videos auch gefragt bekommen, also mich hat man gefragt, wegen diesem Schleifklotz, den ich habe ich nochmal neu gekauft. Also das ist der Schleifklotz, den habe ich vom Bauhaus. Damit werde ich das Ganze später noch bearbeiten. Und dazu habe ich einfach mal eine Messingdrahtbürste auch vom Bauhaus mir gekauft. Und ja, keine Ahnung, wir legen jetzt erstmal los. Jetzt kommt hier erstmal warmes Wasser rein und dann gehen wir auf die Menge von diesem Entfärber ein. Ich bereite das jetzt erstmal vor. So Leute, das Wasser läuft gerade ein. Wundert euch nicht, dass ich auch so Gammelsachen anhabe. Ich habe extra einen alten Pullover angezogen. Also wirklich gammelig angezogen, weil wenn diese Entfärbemittel auf eure Klamotten drauf kommen und ihr habt gute Sachen an, dann ist das auf jeden Fall nicht so nice. Dann können die Sachen relativ schnell entfärben und kaputt gehen. Und dementsprechend bin ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Ich habe was Altes angezogen. Und wir warten jetzt erstmal, bis hier ein bisschen Wasser drin ist. Dann werden wir den Entfärber. Ich zeige euch gleich genau, wie viel reinkommt. Also wie viel ich schätze. Ich habe wirklich im Internet nirgendwo die optimale Anleitung dafür gefunden. Und ja, wir schauen mal, wie das Ergebnis wird. So Leute, ich habe jetzt die Hälfte der Packung reingefüllt in dieses heiße Wasser. Das Ganze noch in 1-2 Sekunden laufen lassen, sodass sich das ein bisschen verteilt. Man riecht das auch. Das riecht so ein bisschen, ja, so leicht ätzend. Sollte man auf jeden Fall vorsichtig mit umgehen. Deswegen auch gleich die Handschuhe. Ich bin mega gespannt. Ich werde das Ganze erstmal 5 Minuten drin lassen. Wie gesagt, man riecht so ein bisschen, dass es aggressiv ist. Jetzt ziehe ich erstmal Handschuhe an und dann schauen wir mal, wie ich das Ganze da reinlege. Bitte, Handschuhe sind jetzt an. Jetzt kommt die Jacke da rein. Ich versuche das Ganze mal einfach mit einer Hand hier reinzulegen. Und ich werde sie jetzt vernünftig einmal hinlegen. Muss mich auch ein bisschen beeilen. Ja, jetzt ist die Jacke prinzipiell in dem Wasser drin, wirklich nur ein paar Minuten. Ich werde es jetzt noch ein bisschen runterdrücken, dass auch gleichmäßig alles unter Wasser ist. Ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen lege ich euch kurz auf Seite. Man sieht jetzt, dass das Wasser so ein bisschen bräunlich wird, also die Farbe zieht sich raus. Ich versuche auch alle paar Sekunden die Jacke mal ein bisschen zu wenden. Ich nehme das noch ganz kurz zwischendurch auf, ich muss mich echt beeilen. So dass immer alles gleichmäßig unter Wasser ist. Wie ihr seht, ist jetzt nicht alles gleichmäßig unter Wasser, deswegen zeige ich es euch nur ganz kurz. Ich wende die Jacke immer wieder mit den Handschuhen, deswegen ich muss sie kurz wenden. Ich nehme die Jacke jetzt raus. Ich habe sie so circa ein bisschen länger drin gelassen, also so 7-8 Minuten bis jetzt. Man sieht auch deutlich, dass das Wasser sich verfärbt hat. Die Einschätzung, wie hell jetzt geworden ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, deswegen mache ich jetzt lieber einen Stopp. Das heißt, ich lasse das Wasser ab. Dann werde ich sie einmal abspülen und dann kommt sie in die Waschmaschine ganz normal und dann schauen wir uns das ganze Ergebnis mal an. Und zur Not kann ich das Ganze ja nochmal wiederholen. Lieber ein bisschen vorsichtig sein, als wenn ich dann das Ganze direkt verhauen habe. Deswegen werde ich sie jetzt erstmal rausnehmen und ja, erstmal gucken. So Leute, ich mache mal ein bisschen heller. Hier ist jetzt die Jacke. Ich habe sie gerade ausgewaschen, so gut es ging. Es kommt immer noch ein bisschen Farbe raus. Aber ich werde sie jetzt erstmal in die Waschmaschine stecken und einmal auf 30 Grad Handwäsche durchjagen. Und dann schauen wir das Ganze mal an. Mal sehen. Sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Nächsten Tag. So Leute, so sieht die Jacke jetzt aus. Nach dem ersten Mal bleachen und ja, waschen. Wie gesagt, die ist jetzt nicht gebügelt oder so. Deswegen hat die halt eben so ein bisschen Falten. Aber sie ist halt nagelneu. Womit ich als erstes rangehe, ist auf jeden Fall die Drahtbürste. Denn diese ganzen Fasern sind mir noch zu grob, das Material ist mir noch zu steif und ich versuche das Ganze jetzt erstmal ein bisschen weicher zu kriegen. Ich habe das gestern hier ganz, ganz kurz nur ausprobiert und es wird auch direkt viel heller. Ich muss mal schauen, wie das Endresultat ist, ob ich das Ganze dann wirklich noch mal bleiche oder nicht. Vielleicht kann auch sein, wenn ich die Faser ein bisschen weicher mache und aufraue, dass das Ganze dann auch wirklich schöner wird und mehr diesen Vintage-Look bekommt. Auf jeden Fall heller geworden ist hier der Kragen, der war auf jeden Fall viel, viel dunkler. Natürlich die Hauptjacke auch, aber der Kragen auch auf jeden Fall. Und ich fange jetzt erstmal an, ich will gar nicht so viel rumreden. So, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich versuche das mal eben zu zeigen. Man erkennt es nicht so wirklich hiermit. Ich nehme die andere Kamera.
So, also die Jacke kriegt jetzt hier so einen leichten, ja, flaumigen Look, wenn man das im Gegensatz hierzu sieht. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Ich versuche das mal zu fokussieren. Also es wird hier so leicht flaumig, wird auch ein bisschen heller, wie so ein Pflaumenhaut wird das jetzt. Ich versuche die ganze Jacke mal einmal so ein bisschen abzubürsten und dann schaue ich mir das mal an und dann gehen wir erstmal drauf ein, wie wir dann mit dem Schleifklotz und dem Messer verfahren. So Leute, ich habe jetzt die eine Seite mal so ein bisschen abgebürstet. Wie gesagt, es ist so ein leicht flaumiger Look entstanden, aber es ist für mich auf jeden Fall weit noch nicht genug abgenutzt. Deswegen mache ich jetzt erstmal weiter, aber man sieht deutlich schon mal einen Unterschied. Puh, ganz schön anstrengend. So Leute, ich habe jetzt die erste Seite mal so ein bisschen fertig hin und es geht auch in die richtige Richtung. Vom Feeling her, Welten, also dieses Weiche, fühlt sich super nice an. Das hier gefällt mir nicht so gut, deswegen sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich werde das Ganze noch weiter abbürsten und dann gleich noch die zweite Seite anpassen und dann geht es auf die Rückseite. Und erst zum Schluss machen wir so ein bisschen die Nähte, so ein bisschen bearbeiten, nur ganz leicht. Die Ärmel sind mir wichtig, die werde ich so ein bisschen bearbeiten. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall eine Schweinearbeit und ich kann euch sagen, wenn ihr euch dazu entscheidet, ihr werdet auf jeden Fall gut schwitzen. Also ich bin gerade auch mega am Schwitzen. Gut anstrengend, aber wir machen jetzt erstmal weiter, deswegen los geht's. So Leute, ich habe jetzt die Vorderseite, ich denke mal, einigermaßen gut bearbeitet. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Wirkt alles viel, viel weicher. Wie gesagt, wie so ein Pflaumenfilm ist das, wie so eine Pflaumenhaut fühlt sich das jetzt an. Also man muss schon sagen, so eine Messingbürste ist wirklich Gold wert. Würde ich jedem nur empfehlen, der sowas machen möchte. Jetzt gehe ich erstmal an die Rückseite, mache auch die fertig und dann gehen wir so ein bisschen an die Nähte ran, was ich da so ein bisschen mache. So Leute, ich habe das Stressen jetzt meiner Meinung nach auf jeden Fall ein gutes Level erreicht. Ich zeige euch mal so ein paar Stellen. Wir haben jetzt hier die Tasche bearbeitet, genauso wie auf der anderen Seite, also wie ja ich. Dann habe ich die ganze Innenkante hier bearbeitet, genauso wie auf der anderen Seite. Hier oben den Kragen, ganz, ganz minimal. Ganz minimal nur, so leicht fransig ist die Tasche. Unten die Kante habe ich auch bearbeitet, genauso wie die Ärmel. Sind auch ein bisschen ausgefranst. Das ist ein bisschen bearbeitet worden, genauso wie auf der anderen Seite. Und hinten ist auch leicht used und vintage abgeändert worden. So Leute, wie ihr gesehen habt, ich habe das Ganze bei mir zu Hause gemacht, in der Badewanne. Achtet darauf auf jeden Fall, wenn ihr mit solchen aggressiven Mitteln arbeitet, dass ihr danach die Sachen auch wieder vernünftig sauber macht, wenn ihr euch das nächste Mal in die Badewanne setzt, dass ihr nicht irgendwelche Verätzungen oder sonst was bekommt. Also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr es wieder vernünftig und sauber hinterlasst, sodass das Ganze ja auf jeden Fall unbedenklich für die Zukunft ist. Ihr könnt auch eine riesige Schüssel nehmen, eine riesige Wanne. Ich fand es gut, weil in der Badewanne konnte ich die Jacke gleichmäßig reinlegen und dann zwischendurch immer gleichmäßig rein drehen. Ne? Man muss dazu beachten, die Jacke hat immer ein bisschen Luft drin. Man kriegt das nicht raus, ist ähnlich wie wenn man jetzt mit Klamotten schwimmen gehen würde. Man hat immer ein bisschen Luft drin und dadurch, dass ich nicht das richtig rausgedrückt bekommen habe, war immer ein bisschen was von Überwasser, von der Seite, die im Prinzip oben lag. Deswegen habe ich das immer wieder gedreht. Ich würde empfehlen, wie gesagt, eine halbe Stunde, das Ganze maximal. Ihr seht dann, dass das Wasser sich auch verfärbt.
Und ja, das hat in dem Fall bei dieser Carhartt Vintage Jacke auf jeden Fall super geklappt, beziehungsweise es ist ja keine Vintage Jacke, die Jacke ist erst jetzt in dieser Vintage Optik, beziehungsweise es ist einfach ja jetzt so eine richtig geile Used Jacke geworden. Danach, am nächsten Tag habe ich das Ganze natürlich getrocknet, über Nacht ist die Jacke gut durchgetrocknet, dann habe ich sie bei mir im Büro hier nochmal an die Heizung gehängt und dann war sie circa nachmittags fertig und dann habe ich mich ans Distressen gemacht. So, alles was so diese Distressed Sachen angeht, habe ich mit dem Messer gemacht. Achtet da nur drauf, dass ihr, wie gesagt, auf eure Hände achtet und immer vom Körper weg arbeitet. Nicht, dass ihr dann im Prinzip irgendwie was versucht zu distressen und dann zu euch hin das Ganze quasi zieht und dann verletzt man sich. Also man sollte sowas immer vom Körper weg drücken, also die Kräfte wirken lassen. Und ich habe im Prinzip die ganzen Nähte bearbeitet, das Logo so ein bisschen bearbeitet, Kragen ganz ein wenig und das Ganze relativ dezent gehalten. Also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Jacke geworden und ich muss sagen, sie gefällt mir jetzt 10 von 10. Wie gesagt, Zeiteinplanung habe ich euch ja gesagt, so circa 1,5 bis 2 Tage müsst ihr rechnen, weil diese, ich sag mal, Entfärbungszeit bzw. der Entfärbungsprozess dauert circa einen Tag. Und dann das ganze Distressen ist circa noch mal ein paar Stunden und dann habe ich das Ganze noch mal in die Waschmaschine geschmissen, weil die Jacke natürlich dann auch sauber sein soll. Also sie riecht jetzt auch frisch gewaschen, aber sieht halt aus, als wäre sie einfach schon 30 Jahre alt. Was ich dazu sagen wollte, ist, ich habe natürlich bedacht diese Jacke genommen. Sie ist gerade sehr, sehr angesagt, sehr coole Jacke und ich bin auch mega happy mit dem Ergebnis, weil sie jetzt schon super cool aussieht. Also ich wüsste jetzt nicht, was man hieran noch, klar, man hätte sie noch heller bleachen können, aber ich bin mit dem Farbe und dem Farbverlauf super zufrieden und ja, jetzt wird sie erstmal von mir täglich getragen. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen B-Roll, wie das Ganze jetzt fertig aussieht. Wie gesagt, die ganzen Prozesse habe ich euch gezeigt. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, vergesst nicht, das Ganze dann einfach abzuarbeiten. Ich hoffe, euch ist das Ganze natürlich gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like freuen, das würde mich supporten hier und ihr verpasst natürlich auch nicht zukünftige Videos, denn ich habe noch ein paar mehr Do-It-Yourself-Videos im Petto, die ich mir ausgedacht habe, die wir die nächsten Zeit noch angehen und wie gesagt, in dem Fall muss ich sagen, ist sie wirklich 10 von 10 geworden. Also die Jacke ist für mich auf jeden Fall perfekt, besser als jedes Vintage-Piece, weil in dem Fall ist sie einfach von mir mit Liebe gemacht, deswegen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst auf jeden Fall nicht, wie gesagt, Abo und zu liken und dann sehen wir uns. Peace, Leute.